Hallo liebe Zuschauer, da sind wir wieder und diesmal sind wir wieder auf Tour. Diesmal geht es zum Straßenfest Hammerstraße, heute am Samstag, den 6. August. Die Hammerstraße ist natürlich gesperrt und zwar vom Ludgeri-Kreisel bis zur Augusterstraße. Ja, Parkplatz muss ich erstmal suchen. Wahrscheinlich an der Geiststraße, oben an der Ecke, da ist so ein Parkplatz. Da will ich mal sehen, ob ich dort einen Platz finde. Ja, und dann wollen wir mal sehen, wie es denn so ist. Ab 11 Uhr ist geöffnet, bis heute Abend 24 Uhr, morgen am Sonntag auch. Also gehen wir mal bummeln und ich lade Sie ein, gehen Sie mit. Und dann schauen wir mal, wie es dort aussieht. Ja, also hier geht's los mit dem Straßenfest. Einen Autoparkplatz habe ich tatsächlich gefunden in der Geiststraße. Und hier von der Hammerstraße geht die Augusterstraße ab. Bummeln wir mal ein bisschen weiter zur Josefskirche. Naja, es dauert noch ein bisschen. Hier jede Menge Taschen, Lederwaren. Naja, es ist jetzt Mittagszeit. Es sind schon sehr viele Leute unterwegs. Und hier ist die Josefskirche. Ja, schmecken wir mal runter. Ja, Karussell für die Kinder. Ist natürlich sehr viel gemacht worden hier auf der Hammerstraße. Hier auf dem Kirchplatz, genug zu trinken und zu essen gibt es auch. Hier vor dem Portal der Kirche, da man eine Bühne aufgebaut, aber da tut sich noch nichts. Naja, dann bummeln wir mal weiter. Was macht der denn? Ach so, ja, der bläst Luftballons auf für die Kinder. Dieser Stand hat sehr viele Nüsse und Beeren im Angebot. Ich wusste gar nicht, dass es so viel gibt. Ja, dann laufe ich mal durch die Massen. Wollen wir mal gucken, was gibt es denn hier? Aha. Anhängsel für die Damen. Und hier gibt es Bullenreiten für die Kinder. Hallo? Ja, dann mal los. Ja, da muss man sich schon ganz schön festhalten. Ob er es schafft. Jetzt wurde die Stufe 4 eingestellt und ja, das hat er nicht geschafft.
mache eine kleine Kaffeepause. Die Hammerstraße ist ja auch sehr lang und wenn man da so lang schlendert, von der Augusterstraße bis hinten zum Ludgeri-Kreisel, das ist schon ganz schön anstrengend. Dies hier ein sehr interessanter Blumenstand mit sehr schönen Blumen, also das ist was für Gartenfreunde. Und nun sind wir am Ludgeri-Kreisel. Meine Oma hat immer gesagt, bei Pferd und Kuh. Aber das ist keine Kuh, sondern ein Ochse. Ja, der Autoverkehr zum Teil lahmgelegt, aber es geht ja weiter. Und dazwischen dann immer die Radfahrer. Iieieiei. Man muss sich wundern, dass hier kein Unfall passiert. Aber die münsterschen Radfahrer, die kennen sich aus hier im Verkehr. Da passiert schon nichts. Also es sind ja nicht nur Leute hier aus Münster, die das Straßenfest besuchen. Es kommen ja auch viele von außerhalb, extra mit dem Bus oder mit dem Zug angereist. Naja, 9-Euro-Ticket macht's ja möglich. So, dann wollen wir mal sehen, was es hier so gibt. Ach ja, da drüben steht die Polizei. Ja, die passen auf, dass hier auch alles mit rechten Dingen zugeht. Oh, jetzt wird's spannend. High Life, Multikulti. So, dann mummeln wir mal weiter. Und jetzt geht's mal wieder zurück. Was ist das? Ach so. Da ist ein Maler, ein Zeichner. Das schauen wir uns mal kurz an. Aha.
Und da sind wir wieder beim amerikanischen Bullreiten angekommen. So, neue Runde ist mit der nächste, bitte. Nein, auch Erwachsene dürfen hier reiten. Ja, Breitkurse bieten wir für alle an, ja, Kinder, Erwachsene. Aber weiter! Eieiei, das brätschelt aber, da möchte man mal zugreifen. Und das duftet hier, mein Gott. Ja, liebe Zuschauer, das war's für heute. Das war unser Bummel Straßenfest Hammerstraße. Tschüss, bis zum nächsten Mal.